Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Lektion des Demo-Vertiefungskurses Ausschlüsse konkret. Mein Name ist Josef Mühlbauer. Und ich bin Stefanie Friedrich. Wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Demokratiezentrum in Wien und haben diesen Kurs erstellt. In dieser Lektion widmen wir uns einigen Good Practice-Beispielen aus Österreich. Dafür sprechen wir mit Vertreterinnen von vier zivilgesellschaftlichen Initiativen, die mit ihrer Arbeit zu einer inklusiveren bürgerschaftlichen Praxis beitragen. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Chantal Bangbala vom Verein Disrupt. Disrupt ist ein Zusammenschluss von fünf schwarzen Frauen und setzt sich als Verein für diskriminierungs- und rassismuskritische Bildungsarbeit und politische Teilhabe von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen ein. Dabei setzt Disrupt auf ein breites Angebot an Bildungsformaten. Von Workshops über Vorträge, Beratung und Prozessbegleitung bis hin zu Empowerment und Vernetzungsarbeit. Liebe Chantal, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir dürfen das Wort gleich an dich übergeben und dich bitten, dich kurz vorzustellen, etwas zu deiner Person und deiner Arbeit zu sagen und uns auch etwas über deine Rolle bei Disrupt zu erzählen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Chantal Bangwala. Ich bin selbstständig als Trainerin tätig, bin auch Obfrau des Vereins Disrupt, der soeben vorgestellt worden ist. Zurzeit bin ich auch Lehrende oder habe einen Lehrauftrag an der FH Kärnten. Genau, so grob zu mir. Und möchtest du uns noch ein bisschen was erzählen, wie deine Arbeit sich jetzt vielleicht auch im Lehrauftrag, aber auch abseits der Lehre gestaltet, also wie du deine Bildungsarbeit umsetzt? Ja, ich mache an und für sich Trainings, das heißt Weiterbildungen für Schulen, Universitäten, aber auch Vereine, Firmen, Organisationen in ganz Österreich, aber auch international. Ich habe auch noch eine weitere Initiative, die heißt Melanin Talk. Mit der durften wir auch zum Beispiel im letzten Jahr nach Salamanca reisen und auch dort Studierende in Spanien fortbilden. Und das Ganze passiert so, dass ich mache 4 bis 8-stündige Workshops, Trainings, wo ich zu den Themen Unconscious Biases, Stereotype, Sexismus, Rassismus weiterbilde, informiere. Und das Ganze passiert ja in Präsenz, aber auch online. Und ja. An wen richten sich diese Kurse, diese Workshops, die du gerade beschrieben hast? Also mit dem Verein Disrupt machen wir gerade übermäßig Workshops an Schulen für SchülerInnen ab der 5. Schulstufe bis zur Matura-Klasse in ganz Österreich. Und generell richtet sich das Angebot wirklich an alle Menschen, die interessiert daran sind, sich fortzubilden zu diesen Themen. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, wie sich Disrupt entwickelt hat? Also wie war so die Initiative und die Entwicklung des Vereins? Ja, wir haben uns zu fünf zusammengeschlossen vor 2 Jahren, also eher 1,5 Jahren. Das entstand eigentlich aus dem Projekt oder eigentlich aus der Initiative Verein Black Voices zum Volksbegehren. Wir sind nämlich alle fünf bei dem Volksbegehren aktiv gewesen und nach dem Volksbegehren haben sich irgendwie die Menschen in der Initiative nicht irgendwie trennen wollen zugleich. Und dann haben wir diesen Verein gegründet, den Disrupt-Verein, um eben diese politische Bildungsarbeit auch weiterzuführen und auch konstruktiv auch weiterzumachen. Und wir haben dann gleichzeitig unser erstes Projekt mit diesem Verein und das Ziel auch mit dem Verein war es, mit dem Bundesministerium und dem ÖAD ein Teil der Extremismusprävention zu sein und dort unsere Workshops durchzuführen. Genau. Und das hat dann wirklich alles relativ reibungslos funktioniert. Es hat natürlich lange gedauert, einen Verein zu gründen, vor allem mit 5 Frauen, wo die in ganz Österreich und Deutschland auch verteilt sind. Also eine Kollegin ist in Berlin, 3 sind in
oder eigentlich zwei sind in Wien, dann Niederösterreich und in der Steiermark. Also es ist relativ schwierig, dann Termine zu finden, wo wir dann alle zu einem Ort kommen. Aber wir haben es dann auch wirklich geschafft und den Verein jetzt seit 1,5 Jahren wirklich sehr erfolgreich geführt, und wir sind auch wirklich sehr gut gebucht und dürfen unsere Antirassismusarbeit auch erfolgreich auch machen. Und es kommt auch sehr gut an. Wie sieht diese Antirassismusarbeit dann im Konkreten aus in den Workshops, gerade als Demokratiezentrum, die ja auch politische Bildungsarbeit machen, interessiert uns das natürlich sehr, wie sich die Bildungsarbeit bei euch gestaltet. Ja, unsere Workshops, wir haben drei unterschiedliche Workshop-Formate. Ein Workshop-Format, der sich eher auf Rassismus spezialisiert. Rassismus und Diskriminierung vielleicht auch ein bisschen im Allgemeinen. Ein Workshop, der wirklich auf Zivilcourage einen Fokus setzt, und ein Workshop, der sich auf die sozialen Medien und den Umgang damit in Bezug auch auf Rassismus beschäftigt. Und die Workshops sind auch so aufgebaut. Ich mache zum Beispiel nur ein Workshop-Format. Die Kolleginnen spezialisieren sich, wir spezialisieren uns natürlich alle auf andere Dinge. Mein Workshop-Format, das ich führe, ich passe die Workshops wirklich immer an. Das heißt, wenn ich weiß, es ist eine Gruppe oder eine Schulklasse, wo das Thema ja, Rassismus eher zentral ist, dann werde ich das natürlich mehr thematisieren. Wo ich aber weiß, da ist Homophobie ein großes Thema, dann wird das auch im Fokus liegen, und dann wird es auch mehrere Übungen dahingehend gehen. Und an und für sich sind die Workshops so aufgebaut: Ich gebe eine Einführung zu dem Thema Rassismus. Es gibt ganz viele Übungen, wirklich interaktiv. Das Ziel ist es auch bei den Workshops, dass die Teilnehmenden auch wirklich interaktiv arbeiten, wirklich selbst herausarbeiten, wirklich selbst darüber nachdenken, was könnte Rassismus sein. Und damit ich auch verstehe, was verstehen sie unter Rassismus, weil oft wird vor allem unter Schülerinnen Rassismus verstanden mit, das ist einfach generell Beleidigung. So weiß ich dann auch, okay, wo setze ich an, wo arbeite ich, wie weit sind sie schon, wie viel wissen sie schon. Und ja, je nachdem gehe ich dann auch wirklich auf die einzelnen Sachen drauf ein. Du hast von Unconscious Bias zum Beispiel gesprochen, also es gibt verschiedene Formen. Könntest du vielleicht näher darauf eingehen, wo finden wir den Rassismus im Alltag? Und zwar nicht nur auf einer individuellen, sondern vor allem auch auf einer institutionellen und strukturellen Ebene. Vielleicht, dass wir auf diese zwei Ebenen ein bisschen thematisieren. Ja, Rassismus, eben, das ist der erste Punkt, den ich auch immer versuche herauszukristallisieren bei den Workshop-Teilnehmenden und auch klarzumachen. Mir ist bewusst, dass in unserer Gesellschaft der Rassismus gesehen wird, der auf individueller Basis passiert. Also sprich die Beleidigungen, die Hate-Kommentare. Aber Rassismus ist natürlich auch mehr, es ist immer auf struktureller und institutioneller Ebene basiert. Auf struktureller Ebene kann man das sehen in unserer Wirtschaft, in der Politik, und natürlich auch widerspiegelt in unserer Gesellschaft. Das ist ein Teufelskreis. Das heißt, wenn die Politik etwas sagt, jahrelang, dann werden wir das natürlich irgendwann glauben. Und das spiegelt sich natürlich wieder. Und das ist ein Kreislauf. Das Gleiche mit unserer Wirtschaft. Ich gebe dann in meinem Beispiel, mein Haarshampoo geht mir aus. Und ich gehe in den Super, in den Drogeriemarkt, in den DM oder Biber, was auch immer. Und gehe so durch die Reihen und schaue dann durch die Reihen und sehe ganz viele strahlende Gesichter entgegenleuchten mit welligen, glatten Haaren. Und ich suche für meine Haare ein Shampoo. Und es ist natürlich eine schwierige Suche, vor allem wenn ich dann irgendwas versuche zu finden, das irgendwie für meine Haare auch passt oder für meine Haare auch gemeint ist, vor allem. Das ist natürlich relativ schwierig, weil erstens die Verpackungen, also was darauf projiziert wird, schaut nicht aus wie ich. Diese Menschen schauen nicht aus wie ich, die haben nicht meine Hautfarbe, die haben nicht meine Haarstruktur. Und dann, wenn ich lese, dann lese ich das, also dann lese ich die Beschreibung für normales Haar. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist normales Haar? Ich frage natürlich auch immer in der Runde, sind meine Haare normal? Und die eine Hälfte sagt, ja, natürlich sind deine Haare normal. Und die andere Hälfte sagt,
Naja, aber ich glaube nicht, dass ihre Haare als normal gelten hier auf dieser Verpackung. Und ich glaube, da zeigt sich das mit dem Beispiel auch ganz gut, wie sich Rassismus auf struktureller Ebene in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Auf institutioneller Ebene, auch auf die Frage auch hingehend, wie Alltagsrassismus ausschaut, und dann halt weitergehend auf institutioneller Ebene. Ich bin 2019 war das da, oder? Nein, ja, 2019, oder ja, ich glaube, bin ich auf der Straße, wie bitte, sehr oft rassistisch beleidigt worden, aber dieses Mal habe ich es aufgenommen. Es war ein sehr extremer Fall, wo ein Herr extreme Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, geht Kakao und Kakaobohnen pflücken, geht zurück nach Afrika und so weiter. Ich habe das Ganze ganz neutral gefilmt, bin dann zur Polizei gegangen und wollte das melden. Zu dem Zeitpunkt war ich eine junge Studentin, die natürlich nicht viel Budget hat, und dann hat mir die Polizei gesagt, das ist ein zivilrechtliches Verfahren, das heißt, Sie müssen 300 Euro zahlen. Natürlich hatte ich das Geld dafür nicht, 300 Euro zahlen, weil ich mich beschweren will. Und vor allem war ich ja eindeutig das Opfer in diesem Fall. Dann habe ich das Ganze medial zur Zeitung gebracht und es wurde medial groß aufgezogen. Was ich auch problematisch finde, weil man hat das ein bisschen dargestellt, als wäre das ein außergewöhnlicher Fall, obwohl es das gar nicht ist. Also diese Beleidigungen passieren ja tagtäglich, People of Color in Österreich. Ja, nichtsdestotrotz, der Fall wurde dann medial aufgezogen und man wollte das dann quasi, man wollte mich unterstützen und das zu Gericht bringen. Es kam dann zu einem Gerichtsprozess und der Prozess ging dann so aus, dass ich die Gerichtskosten tragen musste, habe den Fall natürlich verloren, weil es per se kein, es gibt kein, wie sagt man, kein, es ist kein Strafdelikt, wirklich auf der Straße jemanden rassistisch zu beleidigen, vor allem weil ich nicht 10 Zeuginnen mit Namen hatte. So, wenn man jetzt auf der Straße, das heißt, wenn ich jetzt auf der Straße laufe und mich beleidigt jemand, dann muss ich schauen, dass ich die 10 Personen irgendwo rund um mich aufhalte, deren Namen aufschreibe und auch wirklich das dann zu Gericht bringe, dann kann es sein, dass ich den Fall gewinne. So, man hat natürlich mir versucht, ihnen zu helfen und schauen, ob das was geht, geht diese Beleidigung jetzt schon ein bisschen unter Hetze. Aber das kann man nicht sagen, weil man halt nicht wusste, okay, wie viel Publikum hatte das Ganze. Wenn man jetzt aber ein neueres Gesetz anschaut, und zwar zum Beispiel Hass im Netz, ist ja relativ neu. Da passiert es natürlich ganz anders. Wenn man einen Kommentar schreibt, kann man damit rechnen, dass man in den nächsten 9, 6 Monate vor Gericht sitzt, wenn man da was Rassistisches kommentiert hat. Das kann durchaus passieren. Warum? Weil man nachweisen kann, das ist erstens schwarz auf weiß. Zweitens hat man eine Reichweite. Und um das ging es. In meinem Fall, ich hatte Reichweite, es war auf einer es war auf einer Hauptstraße, aber natürlich fiel mir nicht ein, in dieser Situation, wo ich beleidigt wäre, jetzt, entschuldigen Sie, einen kurzen Moment, ich werde jetzt kurz die Leute um mich fragen, ob sie mir helfen können, dann in Zukunft dann für den Gerichtsprozess. Natürlich nicht. So, und das zeigt uns nochmal zurück zum strukturellen, zum institutionellen Rassismus. Unsere Gesetzesgebungen sind rassistisch. Und danach natürlich weitergehen, unsere Justiz, Polizeiverfahren, das sind alles Dinge, wo Rassismus drinsteckt. Rassismus steckt viel tiefer als nur diese eine Beleidigung. Genau, ich glaube, das zeigt eben dieser strukturelle Rassismus und auch dieses Beispiel mal ganz gut. Natürlich hat man Empathie für mich gehabt, aber man kann nichts machen, weil es gibt keine Gesetzesgebungen. Und das ist natürlich problematisch. Sehr trauriger Fall eigentlich. Vielleicht mit Blick auf den Begriff der Intersektionalität, den wir auch im Kurs aufgegriffen haben. Wie würdest du vielleicht diese Verbundenheit oder Mehrdimensionalität beschreiben, eben zwischen Geschlecht und Rassismus? Also spielt das eine Rolle, ob du eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann bist? Also jetzt eine rhetorische Frage. Ja, es spielt eine Rolle, das sieht man, wenn ich jetzt wieder zu institutionellen Rassismus gehe, in der Polizei, Polizeigewalt, Racial Profiling, zeigt sich ganz stark, vor allem bei schwarzen Männern. Schon auch bei schwarzen Frauen, das heißt, dass es nicht passiert, das sieht man ja
vor allem auch in den USA, wenn man jetzt, ich nehme ungern das USA-Beispiel, weil Leute oft glauben, dass es nur in den USA passiert, aber es zeigt sich auch natürlich bei Frauen, aber überwiegend bei schwarzen Männern sieht man das Racial Profiling, also diese unbegründeten Polizeikontrollen, die rassistisch sind und auch nicht erlaubt sind, die passieren. Aber nochmal zu Geschlecht und Rassismus, zu dieser Intersektion. Ja, es ist auf jeden Fall sehr stark für mich ersichtlich. Ich sehe das vor allem auch, also wenn man jetzt auch ja, im Alltag schaut, im Dating-Bereich zum Beispiel, irgendwie so ein ganzer banales Ding. Man ist auf Dating-Websites oder auf Dating-Apps und bekommt Nachrichten, die einfach unglaublich sind, wo man weiß, okay, ich bekomme solche Nachrichten, weil ich exotisiert werde, weil jemand was probieren möchte und ich bin nicht gesehen als Mensch, sondern ich bin ein Objekt. Und wo man schon unterscheiden muss, okay, das heißt, das ist jetzt nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich eine schwarze Frau bin. Ja, es ist ein Beispiel aus dem Alltag, wo man das auch ganz stark sieht, aber natürlich auch ganz viele andere Bereiche. Hast du uns, und danke dafür, viele Einblicke, auch persönliche Einblicke gegeben in die Erfahrungen, die du machst, in deinem Alltag auch, und uns auch erzählt, wie sich das auf struktureller und institutioneller Ebene manifestiert. Uns würde interessieren, wie diese Konfrontation mit den verschiedenen Formen sozialer Ausschlüsse, in deinem Fall jetzt vor allem rassistischer Ausschlüsse, deine Arbeit oder auch eure Arbeit bei Disrupt prägen. Wie beeinflussen diese eure Arbeitsweisen? Die Rassismuserfahrungen per se, wie sie das beeinflussen, ist das gemeint? Bleiben wir mal dabei. Ja, ich glaube, an und für sich, also man erlebt ja auch in den Workshops Rassismus und auch Sexismus. Also ich habe auch Workshops, wo ich reingehe und mir schon gesagt oder vorgewandt wird, okay, es könnte Probleme sein, es könnte Probleme geben. Nicht aufgrund meiner Hautfarbe, sondern aufgrund dem Fakt, dass ich eine Frau bin, wo ich dann schon weiß, okay, es kann schon sein, dass manche männliche SchülerInnen den Raum verlassen werden, weil sie mir nicht zuhören möchten, weil sie das respektlos finden, dass ich als Frau irgendwie mir das Recht nehme, was zu sagen. Und dann kommt das Thema noch dazu, dass ich über Rassismus spreche und über Rassismuserfahrungen spreche. Natürlich teile ich dann auch alltagsrassistische Erfahrungen. Meistens nicht von mir, sondern einfach allgemein oder beziehungsweise gebe ich meinen Rassismuserfahrungen einen Namen von irgendeiner erfundenen Person, damit sich das ein bisschen von mir auch distanziert. Aber ich merke, solche Beispiele sind auf jeden Fall wichtig, damit die Leute auch verstehen, dass es nicht nur irgendwie was Abstraktes ist. Es hört sich nämlich die ganze Thematik so schwierig an, es sind Dilemma dabei, vor allem wenn man über das Thema Hautfarbe spricht, von man darf keine Farben sehen, bis man darf es dann nicht ignorieren, was bedeutet weiß sein, das ist ja nicht gleich die Hautfarbe, People of Color, es ist total schwierig, es hört sich alles abstrakt an und ich glaube, da braucht es eben diese alltagsrassistischen Beispiele, diese Erfahrungen, die man hat und auch dann teilt, damit die Leute erstens einmal sehen, das ist etwas, was passiert. Das passiert nicht nur in den USA. Und vor allem, das passiert alltäglich. Und das triggert dann natürlich auch Mikroaggressionen. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu teilen und prägt dann natürlich auch die Workshops, wenn man dann sagt, okay, Beispiel ABC passiert. Und es bleibt einfach so stehen. Was beobachtet ihr dann für Reaktionen auf diese Arbeit, auf diesen Zugang, den ihr da auch mitbringt? Nicht mitunter auch aufgrund eurer persönlichen Erfahrungen. Ihr arbeitet sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du uns da noch einen genaueren Einblick geben? Die Reaktionen sind meist, es kommt wirklich darauf an, in welcher Schule, mit welchen Gruppen ich arbeite. Es ist wirklich sehr bedingt, auf wo ich bin. Ich sehe auch große Unterschiede in den Bundesländern.
Schulen in Wien oder sagen wir mal Gymnasien in Wien, die Teilnehmenden reagieren ganz anders auf Geschichte, als wenn ich jetzt in meinem Heimatland in Kärnten bin und dort über Rassismus spreche. Ich merke auf jeden Fall, dass teilweise glauben die Leute nicht, dass das wirkliche Geschichten sind. Und wenn sie es glauben, dann sind sie der Meinung, das sind Dinge, die einmal im Leben passieren, die jeden passieren können. Und vor allem Dinge sind, die einfach überspitzt dargestellt worden sind. Und das ist halt das leider nicht. Also die Realität ist halt wirklich nicht so. Es sind Dinge, die im Alltag passieren. Und dann gibt es natürlich auch wieder Workshop-Teilnehmende, also Teilnehmende, die das auf jeden Fall schon mal gehört haben, Verständnis dafür haben, und auch da Glauben schenken und dann zuhören. Und auch natürlich empört sind, dass ich dann zum Beispiel erzähle, ja, der Gerichtsprozess ging dann so aus, dass nichts passiert ist. Ich habe dann die Gerichtskosten zahlen müssen, weil ich habe das Ganze hier ins Rollen gebracht. Und das auch nicht verstehen, warum es so ist. Und dann auch empört sind. Und da sieht man wieder, okay, ich glaube, ich habe jetzt für mich so ein bisschen herauskristallisiert von den ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe zu diesen Alltagserlebnissen, die ich teile. Es fehlt Empathie, wenn man das Ganze wirklich in Frage stellt. Und da, das ist eine andere Geschichte, das sage ich auch immer den Workshop-Teilnehmenden. Ich bin hier, um euch zu erklären, was Rassismus bedeutet, wie das Ganze funktioniert, wie Stereotypen funktionieren, warum wir unconscious biases haben, wie sie funktionieren. Gebe ich Beispiele, wir erarbeiten das, aber ich bin leider nicht hier, um irgendwie Empathie beizubringen. Und wenn das fehlt, dann, ja, dann kann man sich das ganz neutral anhören und wieder rausgehen und sich denken, mir egal. Aber das ist dann halt auch nicht meine Angelegenheit. Und da finde ich, dann kann man wieder irgendwie Kritik ans österreichische Schulsystem geben. Ich würde sehr gern drüber sprechen, sehr gern irgendwie zum Thema Empathie auch irgendwas machen. Und dann auch wiederkommen. Aber leider haben wir nur begrenzt Zeit. Natürlich, die Schülerinnen sind in der Schule, um irgendwie ihre Matura zu schaffen und können dann nicht monatlich, wöchentlich Antirassismus-Workshops machen. Das geht sich leider nicht aus und das ist dann auch schwierig. Da versuche ich auch dann auch teilweise zu den Themen, zum Beispiel Religion, nicht zu tief graben, weil ich weiß, ich gehe nach 4 Stunden da wieder raus. Ich weiß nicht, ob und wann eine Lehrkraft wieder einen Workshop bucht, damit ich das wieder aufarbeiten kann mit den Schülerinnen. Weil ich kratze da Themen auf, wo auch teilweise Betroffene sprechen möchten oder Erlebnisse teilen oder über Dinge dann nachdenken, die dann schon irgendwie Unterstützung brauchen. Und leider ist unser Schulsystem so, dass ich dann leider nicht wiederkommen kann und das wieder aufarbeiten kann mit ihnen. Ein Punkt, den wir vielleicht ausgelassen haben in der Intersektionalitätsdebatte, wir haben Race und wir haben Gender angesprochen, aber eins der für mich vielleicht wichtigsten Themen ist auch Class. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, auch in einem Unternehmen, das sich ja etikettiert als inklusiv. Ja, wir haben schwarze Menschen, schwarze Frauen angestellt. Und wenn man sich aber dann intern die Hierarchie anschaut, eine Weiße ist dann die Leitung und die Schwarze übernimmt dann eher so eine, ja, im Dienstleistungsbereich eher die Putzkraft oder eher so einen Job. Diese Class-Dimension, könntest du darüber auch nicht nur aus Erfahrungen, sondern auch aus deiner konkreten Praxis und vielleicht auch mit Disrupt, habt ihr da auch vielleicht eigene Workshop-Formate oder habt ihr da irgendwie genommen, uns was zu erzählen? Wir haben jetzt keine Workshop-Formate zum Thema Class und Racism. Per se, natürlich bringen wir das auch auf in den einzelnen Workshops, wo wir auch dazu Beispiele bringen. Wir sind unterrepräsentiert in dieser Sektion, dieser Sektion, dieser Sektion, wo dann Schülerinnen sagen, kurz was googeln und sagen, schau, hier ist ja auch eine schwarze Person repräsentiert. Wo ich dann sage, ja. Aber erstens wird nur ihr Gesicht hergezeigt, weil sie vielleicht eine Person im Unternehmen ist, die in einer nicht höheren Position ist. Und da muss man schon genauer hinschauen. Also ich habe auch eine Kollegin, die hat auch erzählt, sie wurde für ihr Gesicht wurde genommen, für ja, ich glaube für die ganze Universität
Universität und dann auch eigene, also dann auch mehrere Jahre danach, nachdem sie schon lange fertig war, für andere Lehrgänge und so weiter, wurde ihr Gesicht hergenommen, um zu zeigen, sie sind divers, obwohl sie schon, dort schon lange nicht mehr studiert und auch diesen Studiengang nie gemacht hat oder Lehrgang. Also das zeigt ja auch wieder, okay, Diversität ja repräsentieren. Als Quotenschwarze, zu dem Thema sprechen wir auch ganz viel. Wer sind die Quotenschwarzen? Personen, die eingestellt werden für eine Quote, um eine Quote zu erfüllen. Wobei auch, also aus dem Beispiel, zum Beispiel von der Universität Klagenfurt und auch ganz andere Institutionen und Firmen hervorgeht, dass zum Thema Diversität sie lieber Strafe zahlen, bevor sie Menschen einstellen, die zum Beispiel Disabilities haben oder divers sind. Ja, das sind erschreckende Dinge, die passieren. Aber sie passieren und über das sprechen wir auf jeden Fall auch in den Workshops. Genau. Was war noch die Frage? Das war im Prinzip die Frage. Danke für die Antwort. Ich würde jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Dinge gesprochen, über die ihr Wissen vermittelt, eine Form der Aufklärungsarbeit leistet. Ich würde noch gerne mit dir über das Thema Empowerment und Vernetzungsarbeit sprechen. Also wie sich da, wie ihr da Maßnahmen setzt oder Schritte setzt und wie sich da eure Arbeitsweise gestaltet, wenn es darum geht, gezielt betroffene Menschen auch zu empowern. Wir machen auch Workshops zum Thema Empowerment. Zum Beispiel, ich habe einen Workshop gemacht im Dezember letzten Jahres in der Diakonie im Flüchtlingsdienst, wo Menschen mit Migrationsbiografie eben zu dem Thema vor allem auch aufgeklärt werden. Ganz oft wird darüber gesprochen, es passiert irgendwie Ungerechtes, es passiert, aber man benennt es nicht, es wird nicht benannt. Und wenn man dann auch wirklich vor allem in diesen Bereichen, vor allem in der Diakonie, in dieser Flüchtlingsbetreuung auch schaut, in den Deutschkursen wird man dann nicht lernen, okay, das Wort Rassismus, das bedeutet das und das, sondern natürlich grundlegende Dinge. Und da finde ich, sind diese Empowerment-Workshops extrem wichtig, vor allem, dass man auch lernt, okay, es gibt Begrifflichkeiten dafür, es steckt ein riesiges System dahinter. Und vor allem, du bist nicht alleine damit. Das ist nicht nur, das passiert jetzt nicht nur dir zufällig und der anderen Person, die du kennst, auch. Das passiert andauernd und seit Hunderten von Jahren leider. Und deswegen, ja, diese Empowerment-Workshops, wir geben sie eigentlich, wir würden sie gern mehr geben, aber es wird leider wirklich wenig gebucht. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit Ressourcen. Wer bucht diese Workshops für wen? Für sich selber bucht man sich so einen Workshop nicht. Das ist leider so und das ist auch irgendwie klar. Aber ja, wir versuchen das Ganze wirklich in den Workshops zu vermitteln, aber auch über Social Media haben wir, das sind wir noch im Aufbau, teilweise Videos, wo auch wirklich People of Color zur Sprache kommen und über ihre Dinge sprechen, die sie auch machen, Initiativen und auch wie sie über gewisse Dinge denken. Ja. Du sprachst, falls ich mich nicht täusche, auch über Courage, auch Zivilcourage. Ist da die Zielgruppe auch weiße Menschen, die aufstehen gegen Ungerechtigkeit, die sie sehen? Also kann das auch eine Zielgruppe sein, wo sagen, okay, ihr habt ein Problem in eurer Gesellschaft, dann habt den Mut und steht auf. Ist das quasi auch so ein Format, das... Genau. Das ist genau das. Also wirklich generell unsere Workshops sind überwiegend von weißen Personen besucht. Und auch diese Zivilcourage-Workshops sind eben genau dazu, wie du gerade erwähnt hast, da wirklich Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, zu empowern, was zu tun, aufzustehen. Und auch wirklich aktiv dagegen zu arbeiten und kämpfen. Sehr wichtig, ja. Wie zeigen sich dann die Auswirkungen quasi, also die, wenn man so will, Effekte unter Anführungszeichen bei den Menschen, mit denen ihr arbeitet? Ein bisschen was hast du schon beschrieben, aber vielleicht möchtest du uns gerade, weil das Gespräch jetzt langsam einem Ende zukommt, noch ein bisschen mehr erzählen darüber, wie sich das dann zeigt.
Ich gebe bei meinen Workshops immer vorab schon die Info, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie sich über etwas ärgern, was ich gesagt habe, vor allem SchülerInnen, haben Sie immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und ich glaube, das ist eben, also das mache ich einerseits, weil ich weiß, ich habe ein bisschen so ein Schuldgefühl, ich spreche über so sensible Themen und gehe dann raus und sehe diese SchülerInnen wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen gebe ich immer vorab schon diese Info. Und es kommt tatsächlich auch viel Positives dann. Wir bekommen Nachrichten auch, wo SchülerInnen sich da bedanken für den Workshop und vor allem auch betroffene SchülerInnen. Das ist das, was ich wirklich super finde. Die haben dann gesehen, da ist eine Person, die über dieses Thema erst spricht, über dieses Thema, das sie selber betrifft, worüber keine Lehrkraft bis jetzt gesprochen hat, vielleicht offiziell gesprochen hat. Und die thematisiert vielleicht auch die Probleme, die sie hat. Und ich glaube, das ist etwas, weil wir vorher schon gesprochen haben über Empowerment, das ist so empowering, empowernd, und da bekommen wir wirklich auch positive Nachrichten und da sehen wir, okay, das hat einen wirklich positiven Effekt, einen empowernden Effekt. Und natürlich wir bekommen auch ganz viele, unabhängig von den Workshops auch teilweise, Nachrichten, wo Leute versuchen, sich irgendwie einzubringen, auch positiv einzubringen, und schicken auch dann teilweise Bücher und Informationsblätter, wo wir schon sehen, okay, es macht was, wir sind präsent, das Thema ist ein sensibles, es ist eines, das uns alle betrifft. Und ich glaube, langsam merken das auch die Leute in unserer Gesellschaft, dass es uns alle betrifft. Das ist schon mal gut und nicht nur die Betroffenen selber, People of Color. Ja, und die Workshops an und für sich werden sie wirklich unterschiedlich angenommen, auch in der Klasse. Wenn ich dann in der Klasse bin, merkt man natürlich sofort, wer ist da bereit, sich irgendwie zu öffnen, wer möchte da eher nicht drüber sprechen. Wer findet das Ganze schon vorab total blöd, und es gibt keinen Rassismus, und vor allem gibt es, wenn dann auch Rassismus gegen weiße Personen, da merke ich dann auch oft Widerstand, und die Reaktionen sind dann, also bis jetzt haben wir irgendwie keine offizielle Beschwerde bekommen, also das ist auch schon mal Holzklopfen wert. Oder Beschwerde dahingegen, wo SchülerInnen sagen, sie sind extrem getriggert gewesen. Oder vor allem getriggert meine ich auch wirklich, weiße Personen sind meistens getriggert von den ganzen Thematiken, wo man dann auch von White Tears spricht, White Fragility. Auch Thematiken, die ich, muss ich auch dazu sagen, bewusst nicht anspreche, wenn ich weiß, es ist eine Klasse, wo das Thema ist. Muss ich ehrlich sagen, da traue ich mich nicht, über einen 4-stündigen Workshop dann auch wirklich über diese Thematik zu sprechen und dann auch zu benennen, was da gerade passiert. Es ist White Fragility, weil ich weiß, das geht sich leider nicht aus. Aber grundsätzlich bin ich sehr stolz darauf, dass diese Workshops sehr gut angenommen werden im Groben und Ganzen, und ja, vor allem auch von den teilnehmenden SchülerInnen, denen das gebucht wird. Natürlich sind auch zum Beispiel, ich habe ich letzte Woche ein Schilf gehabt, wo ich dann auch Lehrkräfte fortgebildet habe. Da kommen auch gute Rückmeldungen, und da sieht man auch, dieser Bedarf ist einfach so stark und der ist einfach so da. Es braucht einfach ein System, ein Schulsystem, wo diese Themen fix thematisiert werden, wo auch wirklich eine Person von außen kommt und diese Themen anspricht und aufarbeitet und aufklärt darüber. Also in gewissermaßen auch ein Appell an Ja. das Schulsystem oder das Bildungssystem generell. Ja, ich würde sagen, wir haben sehr viele Einblicke von dir erhalten und möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für dieses wirklich offene und informative Gespräch, für die vielen Appelle, die auch in dem Gespräch gesteckt sind und mitschwingen. Wir konnten uns auf jeden Fall sehr viel davon mitnehmen, und wir freuen uns natürlich auch, dass unsere KursteilnehmerInnen dich und auch euren Verein, eure Arbeit kennenlernen konnten. Das letzte Wort möchten wir natürlich dir übergeben und möchten dich fragen, ob du uns noch etwas auf den Weg mitgeben möchtest.
Besucht Antirassismus-Workshops, wenn es angeboten wird, vor allem kostenlos, und wenn man Zeit hat, Kapazität hat, geht dorthin, schaut es euch an, hört es rein, auch wenn ihr schon informiert seid zu den Themen. Es gibt immer etwas, was man noch nicht gehört hat. Man kann sich immer irgendwie weiterbilden und vor allem, weil es ein eigentlich kleiner Sektor ist, und es gibt Vereine, es gibt Initiativen, die darüber sprechen und das auch anbieten, aber leider nur irgendwie bedingt und wenige und auch oft unbezahlt. Das ist oft unbezahlte Arbeit. Deswegen muss man es nutzen und wirklich geht's hin, wenn es angeboten wird. Es ist Black History Month. Also zurzeit gibt es sehr viele Veranstaltungen, wo man das auch nutzen kann. Vielen herzlichen Dank. Somit sind wir am Ende dieses Kapitels und wünschen euch, liebe Kursteilnehmerinnen, noch viel Spaß beim restlichen Kurs.